Jo, Mahlzeit, Leute. Danke fürs Einschalten. Ja, für euch ist eine Woche vergangen, für mich sind 10 Minuten vergangen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass ich noch eine andere Location entdeckt habe, wo ich mir aber nicht so sicher war, ob das eine gute Idee ist, da hinzugehen, weil auf dem Weg, wo ich gerade unterwegs bin, sind auf jeden Fall so einige Autospuren und Motorradspuren. Aber das macht so den Anschein, als wenn hier eher andere das Gleiche gedacht haben wie ich. Einfach mal schauen. Und das werden wir jetzt auch machen. Viel Spaß dabei. An dieser Location sind wir auch schon des Öfteren vorbeigefahren und ich habe sie über Monate einfach immer beobachtet, weil vor längerer Zeit sah das noch so aus, als wenn hier noch Leute waren. Und jetzt auf jeden Fall werden wir mal schauen, ob man hier noch reinkommt und was man hier noch vorfindet. Auf jeden Fall sind hier einige Schuppen. Ja, hier hinter ist gleich ein Grundstück, da sind auch Leute. Zumindest wird da gearbeitet. Boah, schöner alter Ora-Ofen. Ja, Marke Ora, die haben die Öfen hergestellt. Auf jeden Fall muss ich hier ein bisschen leiser sein. Ja, ihr habt es bestimmt selber eben schon gehört, direkt hier grenzt ein großes Gehöft an. Da wird gearbeitet, da sind Leute unterwegs. Und ich muss halt aufpassen, wie ich hier filme. Ja, das war hier wahrscheinlich Party-Ecke gewesen unter Nachbarn. Eingelassener Grill in der Wand. Jetzt habe ich mich, glaube ich, hier dreimal hintereinander erschreckt. Weil hier nebenan ein Mensch irgendjemanden angebrüllt hat. Komm her! Ist ein Hund oder Kind, keine Ahnung. So, also man kann in dieses Gebäude rein. Na dann riskieren wir mal einen Blick, wa? Das scheint hier schon mal sowas wie eine kleine Veranda zu sein. Hallo? Sieht ja ganz nach Besenrein aus. Oh, das riecht schon wieder intensiv nach Kindheit. Ein Foto. Das müsste eigentlich alles zu erkennen sein, weil die Taschenlampe will ich hier nicht anmachen. Kommt auf jeden Fall schon der Putz an einigen Stellen runter. Ein Foto fürs Archiv. Zwei Etagen gesehen. Wie kommt man nach oben? Gut, ich gehe erstmal wieder raus. Ah, da oben ist auch noch was. Gut, das sieht aus wie ein Dachboden.
Ach, hier vorne ist auch noch eine Tür. Und hier, auch eine kleine Terrasse. Stehen noch Kloschüsseln rum. Das hinten ist wieder so eine alte DDR-Toilette oder von noch früher. Ja. Jetzt hier hätten wir den anderen Eingang. Ja, hier ist noch eine Wohnung. Aber guckt, könnt ihr das da hinten sehen? Da ist alles voll mit Unrat und Schutt. Aber die Tür ist halt zu. Ja, ihr wisst ja, kommen wir nicht rein. Da oben guckt schon das Dach durch die Decke. Es hat bestimmt auch schon mal bessere Tage gehabt. So, weiter kann ich nicht gehen. Hier nehmen wir mich dann gleich hier an Gebäude. Das kann man vielleicht ein bisschen sehen. Ah, hier ist der Raum. Ah, deshalb. Das ist das, was ich mich von der anderen Seite gesehen habe. Lehmdecke, die sich schon mit dem Fußboden vereinigt hat. Ja, Leute, das war's auch schon wieder gewesen. Oben kommen wir nicht rein, vorne ist zu. Also das kriege ich so oder so nicht. Ihr habt gesehen, wie die Decke aussieht. Kleine Location, wieder ohne Geschichte. Da kann man wieder nur spekulieren. Also es sieht aus, als wenn da 2-3 Wohnungen drin waren. Vielleicht war das mal so ein Arbeiterhaus. Ja, weil das ist hier so Kleinstadt mit Landschaftsbau und also Agrar. Und bei den Agrargenossenschaften, bei den Betrieben war es früher so, gibt es heute auch noch, meist, dass die ein Haus hatten mit mehreren kleinen Wohnungen, wo dann Gastarbeiter sowas drin wohnen können. Obwohl das hier aussieht, als wenn hier länger Leute drin gelebt haben. Hätte mich schon ein bisschen interessiert, weil die Tapete da drinnen, die war ja nun auch schon von, keine Ahnung wann, die Decken, den Sicherungskasten, den ich da vorgefunden habe, das war noch so typisch DDR. Wer weiß wie lange. Aber wie gesagt, ich habe das hier ja längere Zeit beobachtet. Wir sind ja hier sehr oft vorbeigefahren, weil das zu unseren Hauptrouten hier gehört, wenn wir zu Locations fahren. Und habe immer wieder geguckt und damals war hier halt noch ein bisschen Bewegung. Vielleicht gehört das Grundstück auch dem Grundstück dahinter. Leute, ich werde mich jetzt wieder ins Auto schwingen. Ich muss mir noch was zu essen kaufen und dann geht's ab nach Hause. In dem Sinne würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, die kleine kurze Tour, dann kennt ihr ja. Und für alle Neulinge, lasst gerne ein Abo da. Schaut euch ein bisschen bei uns um. Ja, Urbexer. Dann seid ihr auf dem Laufenden. Glocke aktivieren nicht vergessen vor allem. Ah, es wird wieder sehr warm. Gut. Irgendwas wollte ich noch. Ich komme nicht mehr drauf. Egal, dann war es nicht so wichtig. Leute, haut rein.